Hallo und herzlich willkommen zurück zum Tal der Könige hier in Minecraft. Jetzt ist es schon eine Woche her, wir hatten die Schweinshausenwoche und nun sind wir wieder hierhin zurückgekehrt. Ich hatte das letzte Mal hier Platz gefunden in meiner schönen Kirche und wir wollen jetzt einmal stalken, denn ich habe in der Schweinshausenwoche tatsächlich geschafft, Ramona hier im Tal der Könige zu integrieren und die hat sich hier neben einem Bauplatz ausgesucht. Jetzt wollen wir mal schauen, wie weit sie da gekommen ist, was sie da gemacht hat. Wir müssen ja immer mal ein bisschen gucken, was hier so vonstatten geht. Ramonas Haus. Und es sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Hier ist noch nicht allzu viel zu sehen, obwohl das hier hinten kenne ich auch noch gar nicht. Da werden wir dann auch nochmal gucken gehen. Wir werden nicht alles anschauen, denn wir müssen ja nicht alles komplett besichtigen. Denn sie hat unterirdisch sehr viel gebaut, sehr viel gemacht. Das habe ich auch schon das letzte Mal gesehen, als ich auf dem Server war. Eine Höhle ist dort unten irgendwo, aber ich bin ein bisschen skeptisch, was diese kleinen Schächte jetzt momentan betrifft. Seitdem ich in Schweinshausen gestorben bin, durch den ganz seltsamen Schacht von Rosti. Warum auch immer. Da habe ich mich jetzt mittlerweile schon mal gefragt, warum bin ich da eigentlich gestorben? Eigentlich müsste doch irgendwann ein Bedrock kommen. Und da dürfte ich doch eigentlich gar nicht weiterfallen. So, den Garten gucken wir uns noch einmal ganz fix an. Ein Pferdlein hat sie auch schon. Und ein bisschen was angebaut. Ja, das ist doch schon mal ein ganz toller, schöner Anfang. Und ich glaube, unterirdisch hat sie bestimmt auch mega, mega viel schon gemacht. Oh Gott. Ich habe schon Halluzinationen. Ich dachte gerade, Zombies? Zombies? Nur so im Augenwinkel habe ich das schon ganz kurz gesehen. Wegen hier, Zombies haben ja auch blaue Hosen an und sind grün. Kann man ja mal so halbwegs verwechseln. Okay, wunderbar, dann können wir wieder rausgehen. Und verdammt, es ist Nacht, ich muss mal schnell schlafen gehen bei Ramona. Ich hoffe, sie hat ja nichts dagegen. Mal kurz zumachen, bevor jemand kommt. Wenn ich wüsste, wo sie ihr Bett hat. Hier hat sie, glaube ich, kein Bett oder sonst was. Eine Dachterrasse hat sie dafür aber. Das ist natürlich auch wunderbar. Schön für Grillabende. Oh ja, Grillabende. Das wäre ja nicht schlecht. Obwohl bei dem Wetter jetzt momentan, da fällt Grillabend vielleicht dann doch eher aus. Weil das dann doch nicht mehr ganz so schön ist. Was ist das? Ah, du bist das. Dich habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja eine Frechheit. Also manchmal sind diese Skelette ganz schön penetrant. Gut, ich muss schnell ein Bett finden, obwohl ich hätte in der Zwischenzeit jetzt eigentlich auch einfach nach Hause gehen können. Beziehungsweise zu meinem neu gebauten Bauwerk oder das, was es noch werden soll. Denn dort habe ich ja auch irgendwo ein Bett stehen. Oh, Creeper. Und Zombie. Oh, bei mir blendet das hier jetzt gerade so ein bisschen. Das ist voll blöd. Denn dadurch kann ich nicht richtig in der Dunkelheit sehen. Zack. Ist er tot? Ja. Alles klar, obwohl ich glaube, den Creeper habe ich bestimmt noch nicht ganz so richtig getroffen, aber den lassen wir jetzt auch mal Creeper sein. Wir sind ja keine Unmenschen hier. Schnell wieder zurück. Dort oben ist mein Türmchen. Und dort ist auch mein Bett. Ich muss unbedingt ein paar mehr Betten aufstellen, so in meiner Gegend. Eigentlich ganz, ganz wichtig. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mache. Es ist mir sogar in Schweinshausen schon aufgefallen. Da hätte ich auch schon mal mehr Betten aufstellen sollen. Ich habe ein Bett und das trage ich immer mit mir herum, bis ich es irgendwann mal vergesse. Oder es ist einfach mal abhanden kommt. Das kennen wir ja schon. Ja, tut mir leid, Herr Zombie. Wenn du da so frech stehst, dann muss ich dich direkt mit den Pfeil durchbohren. So, komm. Wir gehen jetzt mal schnell schlafen, damit es hier wieder hell wird. Ehrlich, ich sehe hier überhaupt nichts. Da. Mal gucken, ob ich schlafen kann überhaupt. Ja, keine Monster in der Nähe. Na, das ist doch wenigstens etwas. Wir hatten auch schon lange keinen Regen mehr am Tag. Ja, da haben wir ihn. Oder nee. Und schon geht er weg. Ja, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen weiterbauen. Ja, das ist meine alte Ausrüstung. Ich habe nämlich von der guten Ramona noch ein paar Holzblöcke bekommen. Und die wollen wir uns jetzt mal holen, weil das brauchen wir nun alles. War das hier? Hier eine
Eine kleine Anwindi. Wunderschönes Eichenholz, das brauchen wir. Und ich war auch zwischenzeitlich auch schon ein bisschen fleißig und habe immer ein bisschen was geerntet, damit wir hier schon ein bisschen weiterkommen und ich nicht sofort hier ans Holz ernten gehen muss. Weil das finde ich immer ein bisschen blöd. Ist langweilig, Holz ernten, finde ich. Muss aber zwischendurch, wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, muss mal sein. Aber heute muss es nicht sein. Heute haben wir genug. Heute fangen wir an, weiterzubauen. Und ich brauche genau ein bisschen Erde. Zack. Dann nehme ich gleich mal ein paar mehr. Ich hätte eigentlich mal mein Inventar... Ne, die brauche ich. Mein Inventar ein bisschen clearen können. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Weil ich und Inventar klären. Das machen wir ja eigentlich nie. Ich sammle immer so lange, bis kein Platz mehr ist. Und erst dann geht's weiter. So weit meine Technik. Jetzt kennt ihr die geheimen Geheimnisse meiner Technik. Sammeln den ganzen Müll, bis kein Platz mehr ist. Und erst dann ein bisschen was wegschmeißen. Oder, ja gut, manchmal ein bisschen was aufräumen. Aber nur ein bisschen. So, viel schwieriger ist es jetzt aber, den Anschluss hier... Oh, verdammt. Na egal, nicht so schlimm. Den Anschluss hier zu finden, wie es hier weitergehen soll mit meinem Baumstamm oder was es noch werden soll. Das könnte nämlich auch noch ein sehr schwieriges Unterfangen werden, da es echt extrem riesig ist und ich nicht so ganz weiß, wie genau ich das bauen soll. So, den Grund hätte ich jetzt schon mal, obwohl ich fast denke, es könnte tatsächlich noch ein bisschen höher werden. Ich weiß gar nicht, ob die Map überhaupt reicht dafür. Doch, muss. Okay, nochmal eine Reihe. Und dann gucken wir mal von außen, wie hoch das ist. Ob das für den Anfang genügt oder nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Da kann man sich ja echt total schnell vertun, wenn man wirklich große Sachen baut. Zumindest geht mir das immer so. Dass ich das echt schwer einschätzen kann. So von der Höhe her, wann muss man den nächsten Step machen und so, das ist schwer. So. Oh, ich hoffe, Holz reicht überhaupt für diese Folge. Ansonsten heißt die nächste Mission Sand suchen. Hatten wir ja schon mal, aber man kann nie genug Sand haben. Am besten wäre, wenn wir da mal eine Wüste aufsuchen würden. Ich weiß gar nicht, wo hier Wüsten sind. Naja, einfach immer geradeaus gehen, irgendwann kommt eine Wüste. So, da unten ist auch ein bisschen was. An Sand sehe ich gerade. Aber auch dafür brauche ich dann die ganzen Blöcke, weil es finde ich, sieht viel besser aus, anstatt die ganzen Scheiben. Die Glasscheiben, das sieht irgendwie nicht so schick aus. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie nicht so mein Fall. So, eine Runde schaffen wir damit noch. Ah ne, erstmal wollen wir nach unten gehen. Wo ist denn meine Erde? Da hinten? Tatsächlich? Okay. Dann gehen wir da auch wieder runter. Ich möchte nämlich ungern hier solche Dreckhaufen überall aufgebaut haben. Oh, ja, war klar. War es das schon? Jawohl. Und nun gucken wir mal, von wo gucken wir denn am besten? Am besten von ganz oben. Ist, glaube ich, das Sinnvollste, da einmal hinaufzugehen und mal zu schauen. Ich meine, wozu habe ich sonst diesen Turm errichtet? Nur zum Bebauen dieser Gegend. Der kommt dann natürlich immer noch weg irgendwann. Wenn alles soweit ist, wenn alles ein bisschen ins Detail geht, dann brauche ich nicht mehr so einen hohen Turm. Aber so fürs Äußerliche, um das alles gut einschätzen zu können, ist das auf jeden Fall extrem wichtig. So, mal gucken. Ja, das ist ja schon mal toll. Damit weiß ich auch nicht weiter. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Ich hätte es ja gerne so ein bisschen geschwungen. Geschwungen, aber wie macht man was geschwungen? Falle ich jetzt schon? Jetzt falle ich. Ah. Abgepasst. Wunderbar. So soll es sein.
doch nicht ganz hinunterfallen. Das geht viel schneller. Ist gefährlich, aber es geht schneller. So. Erstmal wieder hoch und dann muss ich mal gucken. Dann wollen wir ein bisschen was schwingen. Schwing, schwing. Würde ich sagen, mache ich das hier mit. So, eventuell. Oh, ich bin mir nicht so sicher. So. Ah ja, war klar, dass es... Obwohl, es ist eigentlich gar nicht schlimm. Eigentlich habe ich das sogar schon vorher jetzt schon überlegt, ob ich die erste Reihe so hinmache, beziehungsweise ob ich da noch eine Reihe von solchen hier drauf mache, damit das hier nicht so zu sehen ist. Ja, keine Ahnung. Das werde ich dann nochmal machen. Ich werde jetzt erstmal hier einmal das so lang bauen. Beziehungsweise nicht ganz. Nur bis da vorne. Ich glaube, bei diesem Projekt ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn irgendwas ein bisschen krüppelig wird oder so. Weil die Natur ist ja auch nicht immer so ganz geradlinig. So. Aufpassen muss ich aber trotzdem. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich schon bei der... Na, noch nicht ganz bei der Hälfte, ne? Huhuhu, das wird ein schwieriger Schritt auf jeden Fall. Und ich sehe es schon kommen, dass ich da bestimmt wieder was ändern werde, weil ich nicht ganz zufrieden damit bin. So. Das ist erstmal getan. Jetzt einmal noch hier die andere Seite. Ja, ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch so? Wie perfektioniert seid ihr da bei solchen Bauten? Wollt ihr, dass alles ganz genau aussieht? Alles so nach euren Vorstellungen? Oder sagt ihr, ach, der Gedanke zählt eigentlich. Und wenn es nur halb so gut aussieht, dann ist es auch vollkommen okay. Hier muss ich wieder runter nachher. Das lasse ich mal aus. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich möchte das zwar schon nach meinen Vorstellungen haben, aber ich sag auch, gut, wenn es nicht ganz so ist, nicht ganz so hinklappt, wie ich das möchte, dann ist das eben so. Da zählt dann wirklich der Gedanke. Solange es trotzdem noch zu meiner Zufriedenstellung ist. So könnte ich das, glaube ich, am besten beschreiben. So, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt sind wir hier ein Stück drin. Jetzt müssten wir theoretisch hier ein Stück raus. Ich probiere es einfach mal. Ich möchte einfach nur, dass es ein bisschen nach einem Knick aussieht. Ob das klappt, ist die andere Frage. Wir werden es sehen. Könnte jetzt auch voll in die Hose gehen. Oh, guck mal, die ganzen Hühnchen, die da planschen. Oh, die haben mich jetzt so abgelenkt, dass ich jetzt hier viel zu weit gebaut habe. Aber wie gesagt, auch sowas ist nicht schlimm. Hier, so eine kleine Auswucherung hier. Ist vielleicht sogar ganz gut. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, die Natur ist ja auch nicht immer perfekt. So. Wie machen wir jetzt am besten diesen Abschluss? Einfach nur so, oder? Ja, so ist eigentlich ganz okay, denke ich mal. Okay. Zwei Reihen. Zwei Reihen und dann gucken. Genau. So machen wir das. Oh, ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt. Weil ich wirklich nicht weiß, ob das so wird, wie ich das möchte. Und das wieder abzubauen, ist echt extrem eine Arbeit. Ja, ein bisschen komisch darf es alles sein, habe ich gesagt. Das ist kein Problem. Da habe ich zwar was verbaut, so gesehen. Weil die Ecke da, die sieht man ja eh nicht von außen. Also könnte ich die theoretisch dann wieder abbauen. Okay, jetzt sind wir hier bei der Außenmauer. Ah, hier habe ich schon wieder was verbaut. Ich meine, hier zählt ja jedes Holz irgendwo. Ein Stack haben wir noch. Und dann war es das auch schon wieder. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja schon wieder fast die Zeit um sogar. Oh, jetzt bin ich aber echt gespannt, wie das aussieht. Ich glaube nicht, dass das so
sickernd aussieht. Sieht man dann aber auch vielleicht erst, wenn es wieder so weit ist. Also wenn wieder ein bisschen was dazugekommen ist. Ein paar Reihen. Oh, ich muss schlafen gehen. Ich muss schlafen gehen. Wo ist meine Grube? Grube, wo bist du? Ich habe dich doch hier irgendwo freigelassen. Irgendwo hier vorne war das doch. Meinst du? Ja. Hier, hier geht's wieder runter. Schnell runterbauen, dann ins Bettchen. Und dann einmal von außen angucken. So, Pfeil und Bogen auspacken. Meine Lieblingswaffe. Und da hat Paddy auch schon gesagt, er macht mir gerne eine neue, falls sie mal kaputt gehen sollte. Da bin ich ja total froh drüber. Also kann ich in Ruhe weiterballern. So. Von hier aus sieht das extrem unspektakulär aus. Gehen wir mal kurz hier hoch. Gucken mal von dort an. Obwohl ich auch nicht glaube, dass es von da irgendwie besser aussieht. Wie gesagt, ich glaube, das muss alles noch ein Stückchen wachsen. Und ich werde gleich ein Stückchen zurück da noch gehen und mir das nochmal anschauen. So, zack, da ist es. Okay, von oben sieht es ein bisschen eigenartig aus. Aber man sieht, dass es ein bisschen anders ist. Hm. Ich hätte da wirklich diese Reihe drum machen sollen. Von oben sieht es nicht so toll aus. Okay, gucken wir mal von der anderen Seite. Ah, oh, gerade noch gesättet. Gucken wir mal von da hinten ist es, glaube ich, ganz okay. Da steigen wir mal auf den Baum rauf. Und dann mal gucken. Vielleicht könnt ihr mir da ja auch noch ein paar Tipps geben, wie man das einen Ticken besser hinkriegen kann. Oder ihr sagt, hey, das ist doch eigentlich total super. Bau mal einfach so weiter, das wird schon. So. Vielleicht war es unten doch ein bisschen zu weit gerade hoch. Ich meine, jetzt kann ich mir das schon so ein bisschen vorstellen. Aber irgendwo fehlt doch noch ein bisschen Holz. Also, unten ist es doch sehr gerade, finde ich. Da müsste es vielleicht hier so schräg runtergehen. So. Und hier vielleicht auch so ein bisschen noch. Hier so ein ganz klein wenig. Ja gut, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Das kann man ja dann alles machen. Problem sehe ich nur in den Stumpen hier überall. Das müsste man ein bisschen... Gut, die kann man dann später auch noch zubauen. Das wird dann wahrscheinlich später keinen Unterschied machen, ob man da nochmal ein paar ran bastelt oder nicht. Naja, oder doch halt, ne? Denke ich mal. Kann mich natürlich auch täuschen. Ich hoffe es einfach mal. Ich meine, der erste Anfang ist getan und hier kann man mega in Ruhe später noch was ranbauen. Zum Beispiel eine Wurzel oder so, die hier langläuft. Oder, oh, jetzt kriege ich schon wieder Ideen. Eine andere Brücke. Ach Mensch, Ideen, hört auf. Ich muss erstmal meine erste Idee hier versuchen umzusetzen. Ja, das schauen wir dann mal. Da bin ich ja mal gespannt. Also ich habe jetzt leider überhaupt gar kein Holz mehr. Außer das und das, aber das ist unwichtig. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir werden in der nächsten Folge aber erstmal drinnen ein bisschen weiter bauen. Ein bisschen Sand müssen wir auch suchen. Da ist ja hier, ist auch ein bisschen Sand. Und überall ist ein bisschen Sand. Ach komm, nehmen wir gleich mal das mit, wenn wir schon mal da sind. Wir lassen uns nicht lumpen. Immer hoch den Sandklumpen. Oder so. Dann will ich jetzt mal ein bisschen hier was mitnehmen. Zack, zack. Und das füllen wir dann einfach mit Erde. Da wir ja sowieso nicht mehr gleich hoch müssen, ist das auch nicht so schlimm. Die Ecke kann ich noch mitnehmen. Ich wollte jetzt nicht, dass das Wasser fließt. Da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Was ist das denn? Ach, das ist das Neue. Ich finde immer so ein bisschen, wenn man das so zuerst sieht, sieht das aus wie Bedrock. Außer, dass es dann doch ein bisschen zu hell dafür ist. Aber das ist immer so mein erster Gedanke, wenn ich diesen Stein sehe.
den Namen ich vergessen habe. Ich glaube, der fängt mit A an. Oder mit D. Könnte auch Dorit sein. Wo sind denn... Hä? Wo sind denn die ganzen Sachen geblieben? Ich meine, ich glaube, ich habe sie eingesammelt, aber warum sind die auf einmal weg? Naja. Manche Dinge muss man einfach nicht verstehen. So, das machen wir jetzt nochmal zu, als wenn hier nie was gewesen wäre. Und ich sage, wenn ich auf der anderen Seite bin, falls es denn doch gleich Nacht werden sollte wieder und ich weiter aufnehmen werde dann, sage ich bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.